Wand mit der gefakten Handschrift macht mich schon natürlich etwas nervös. Wenn ich noch um eine traditionelle Leinwand bitten dürfte. Willkommen. Es hat eigentlich alles ganz romantisch begonnen, möchte ich sagen. Jahr 2008, gemeinsam mit 10 älteren Herren, konnten wir die letzte Polaroid-Fabrik in Enschede in den Niederlanden in wirklich allerletzter Minute retten. Das heißt, wir haben praktisch eine Menschenkette gebildet, damit die unglaublichen Maschinen nicht zerstört werden, und hatten uns eingebildet, wir schaffen das, wir werden einfach den analogen Film, Polaroid-Film retten. Ich hatte damals ein kleines Netzwerk mit 40.000 Kunden auf aller Welt und habe diese ganzen Retro-Kameras total geliebt. Also so hat das begonnen. Es war relativ romantisch. Wir waren damals nicht die Einzigen, die nicht bereit waren zu akzeptieren, dass ihre Zeit vorbei war. Diverse andere Menschen waren auch dieser Meinung, und das war alles eigentlich eine schöne Zeit. Ich bin auch durch die Welt gedingelt, wir haben Karaoke gesungen, wir hatten Polaroid-Jacken an, und irgendwie war das alles sehr romantisch. Und immer wieder haben sich die Leute bei den Händen genommen und haben gesagt, ja, dieser Retro-Trend und darf nicht und ja, ist cool, lässig. Irgendwann zunehmend hat mir begonnen, also dieses Retro-Trend auf die Nerven zu gehen, und ich möchte Sie warnen, wenn irgendwer heute zu mir sagt, nach meinem Vortrag, hey, cooler oder Retro-Trend oder Trend, dann besteht die Gefahr, dass ich mit Schaum vor dem Mund handgreiflich werde. Denn, und deswegen, das ist mein Vortrag heute und das ist mein Versuch, es ist was ganz Spannendes passiert, und zwar am Beginn waren es die älteren Herren und Damen, so wie ich, die immer noch diese Gefühle hatten und Polaroid und diese Liebe zu der Sache. Aber plötzlich sind die Jungen geworden. Also plötzlich war es so, dass bei den Partys, die wir hatten, ich nicht mehr eigentlich der Älteste war, nicht mehr der Jüngste war, sondern der Älteste. Die junge Generation, die digital aufgewachsen ist, hat plötzlich begonnen, das, was wir hier in der Fabrik gemacht haben, mit unglaublicher Neugierde, mit einer unglaublichen Effizienz zu entdecken, zu diskutieren, neugierig zu fragen. Und das war nicht nur bei den Polaroid-Kameras so, sondern das war plötzlich bei vielen anderen Dingen so. Bei Kaffeerösten, bei der Auseinandersetzung mit der Umwelt und auch ganz wichtig bei den Schallplatten. Und das hat dazu geführt, dass das Ganze sich plötzlich verändert hat. Und das ist auch der Grund, warum ich heute hier stehe, nicht nur um Polaroids zu machen und romantisch zu sagen, hey, wir haben ein lebendes Fossil am Leben erhalten, sondern eigentlich um zu sagen, dass hier was ganz Spannendes passiert ist und dass das Digitale etwas gemacht hat, was niemand erwartet hat. Und dass etwas passiert ist, was auch eine Relevanz hat. Eine Relevanz, die darin besteht, dass letztes Jahr 40 Millionen Schallplatten verkauft worden sind. Dass in England das erste Mal mehr Umsatz mit dem Verkauf von Schallplatten als mit dem Download von Streams erzielt wurde. Auch die Tatsache, dass diese Kamera, die hier gezeigt wurde, die kann noch niemand haben, weil die ist ganz, ganz neu auf dem Markt ist. Und dass diese Kamera, was ist so speziell daran? Die ist die erste Kamera, die wieder Polaroid heißt. Das Unternehmen, das wir gegründet haben, das die Fabrik gerettet hat, hat geheißen The Impossible Project, weil Polaroid gesagt hat, hey Doc, es ist unmöglich, diese Fabrik wieder zu beleben. Es interessiert niemanden mehr, es ist unmöglich, gib's auf. Und ich habe gesagt, okay Leute, ich glaub's euch, ich nenne das Unternehmen The Impossible Project, aber gebt uns wenigstens die Chance, das zu probieren. Das war 2008, und vor 4 Wochen hat dieses The Impossible Project, mittlerweile ist ein großer Investor aus Polen eingestiegen und mittlerweile ist dessen 24-jähriger Sohn CEO, und ich stehe hier vor Ihnen. Das Gute aber ist, dass The Impossible Project hat Polaroid gekauft um einen dreistelligen Millionenbetrag.
Also hier passiert etwas, was nicht mehr Retro-Feeling und Romantik ist, sondern hier passiert etwas, was ganz, ganz spannend ist. Und was es genau ist, möchte ich probieren in den nächsten Overhead-Folien zumindest anzureißen oder Ihnen zumindest vielleicht ein bisschen zum Nachdenken anregen. Ich bin studierter Biologe, Spinnen-Augen-Muskel-Experte und nach diesem längeren Studium kann ich eines ganz sicher sagen. Heute, wie ich in den Spiegel geschaut habe und vielleicht auch Sie, so schauen wir nicht aus. Und das, genau diese Tatsache, wenn Sie mir hier recht geben, hat einen ganz, ganz spannenden Aspekt. Und zwar den Aspekt, den ich immer sage, das ist der wahre Segen des Digitalen. Also ich bin überhaupt kein Gegner von digitalen Medien und digitalen Ansätzen. Aber hier ist was passiert, was die größte Chance ist, die meiner Meinung nach heutzutage hier passiert. Nämlich, es gibt eine ganz einfache Tatsache. Alle haben geglaubt, sobald das Digitale so gut ist wie das Analoge, wird das Analoge verschwinden. Also keine Schallplatten brauchen wir nicht mehr, da kratzen nur, Fotos brauchen wir ja sowieso nicht, alles einfach mit dem Digitalen. Was passiert ist, ist, dass wir gelernt haben, dass es einen Riesenunterschied gibt zwischen dem Digitalen und dem Analogen. Und zwar, das Digitale kann immer nur genau zwei Sinne berühren. Die Augen und idealerweise in Kombination die Ohren oder auch nur die Ohren oder auch nur die Augen. Aber das Digitale kann nie die gesamten fünf Sinne. Also man kann an dem Digitalen, so gut es ist, nicht lecken. Man kann es nicht riechen und man kann es nicht angreifen. Es ist immer in einer Glasscheibe. Und dadurch entsteht was sehr, sehr Spannendes. Nämlich, dass der Mensch am Ende des Tages immer noch eher so ausschaut. Das heißt, er hat fünf Sinne. Und für lange, lange Zeit werden drei dieser Sinne überhaupt nicht mehr berührt, nicht mehr gekitzelt. Und das ist der Grund, warum gerade die jungen Leute, die digital aufwachsen, so unglaublich ausgehungert, ausgedörrt auf der Suche sind nach Reizen für diese anderen drei Sinne. Das ist eigentlich gar nichts Überraschendes. Und es ist auch so, dass zum Beispiel im Silicon Valley, also dort, wo man sagt, das Digitale, die Hochburg, gibt es überraschenderweise die höchste Dichte an Waldorfschulen, weil die Leute sagen, all diese Denker des Digitalen, ich schicke meine Kinder lieber in Schulen, wo sie wieder was berühren, angreifen, machen können. Bei Steve Jobs, meine Damen und Herren, waren iPads zu Hause verboten. Wer glaubt, und das ist die erste Frage, die ich stellen kann, wer glaubt, dass er durch die Verwendung digitaler Medien effizienter geworden ist? Wer glaubt das? Also wirklich kurz nachdenken, wer glaubt daran, dass er das durchs Digitale, hat schon ein Handy in der Hand, schon E-Mails gecheckt, jetzt kurz. Wer ist effizienter geworden? Bitte nochmal kurz aufzeigen, wer glaubt das wirklich? Gar nicht so viele. Okay. Also, selbst diese Vordenker spüren, dass da was passiert. Facebook, meine Damen und Herren, hat vor eineinhalb Jahren ein analoges Labor eröffnet. Ein Labor, wo durchwegend tätowierte junge Leute mit Bart beginnen in Holz zu schnitzen und Poster zu drucken. Schon ein sehr guter Ansatz. Ich bin extra nach New York gefahren, weil, große Nachricht, Amazon hat ein reales Buchgeschäft eröffnet. Habe ich mir gedacht, wow, super. Endlich geht es in die richtige Richtung. Man, wie kann man sich das vorstellen, weil der größte Buchhändler der Welt mit unglaublichen Ressourcen eine Buchhandlung eröffnet. Das muss so sein wie diese Buchhandlung in Porto, wo Harry Potter erfunden wurde, gemischt mit alten Bibliotheken. Ich muss dorthin, das muss ein unglaubliches Erlebnis sein. Das Ganze ist dann, ehrlich gesagt, wenig beeindruckend in einem Einkaufszentrum in der Nähe von Central Park. Ich bin in diesen Shop hineingefahren, gegangen. Sehr nette Leute. Auf Englisch, wenn man es kennt, ja, wie geht's dir? Was machst du hier? Warum besuchst du unseren Buchstore? Also sie selber waren ein bisschen verunsichert, was mache ich eigentlich hier?
Und ich habe dann gesagt, ich wollte mal wissen, wie Amazon riecht. Es war in Amerika, können Sie sich vorstellen, keine sehr gute Ansage. Der Verkäufer war etwas verunsichert, aber er sagt etwas, das Ganze sagt etwas ganz Wichtiges aus. Wenn man diesen Schritt geht, meine Damen und Herren, wenn man sagt, okay, da passiert was, lasst uns unseren Brand wieder in die Realität übersetzen, dann muss man sich wirklich versuchen, konsequent auseinanderzusetzen mit den fünf Sinnen. Weil zum Beispiel der Geruch, einer der Sinne, die am allerwichtigsten sind, es ist der erste Sinn des Menschen, schon im Mutterleib riecht man. Und es ist, meine Damen und Herren, schlechte Nachricht, der einzige Sinn, der direkt ins Stammhirn vernetzt ist. Das heißt, dieser Sinn kann von Marketing nicht beeinflusst werden. Drum auch gibt es eigentlich auch gar nichts zu diesem Thema mehr zu sagen, weil der wird ausgeblendet. Es ist aber so, dass wenn Sie zum Beispiel in ein Hotel kommen, noch bevor Sie irgendwas sehen können oder angesprochen werden können, durch den Geruch schon entscheiden, ob Sie sich hier wohlfühlen oder nicht. Ihre Partner suchen Sie sich ausschließlich mit der Nase aus, meine Damen und Herren. Es ist unmöglich, mit jemandem zusammenzuleben, eventuell sogar Sex zu haben, ohne dass man ihn riechen kann. Riesen Problem. Wir haben nicht einmal die Sprache zu beschreiben, was unsere Nase machen kann. Wir haben den Eindruck, dass wir attraktiv werden, wenn wir riechen nach Zitronenbäumen und Moschuswespen. Ich weiß es nicht. Es wird noch schlimmer, meine Damen und Herren. Es gibt noch etwas, oft als den sechsten Sinn bezeichnet. Ich habe hier ein Herz eingezeichnet. Es geht um die Seele des Menschen. Das heißt, er saugt nicht nur mit seinen fünf Sinnen alles aus, was er bekommen kann, sondern er entwickelt dadurch auch Emotionen, Erinnerungen. Er verbindet das, was er aufsaugt, durch seine Erinnerungen und die Erfahrungen zu einem Gefühl. Auch das haben die Großen schon erkannt. Auch das ist nichts Neues, zum Beispiel Airbnb hat ja jetzt eine ganz neue große Kampagne eingeführt, wo eigentlich fast auf der Oberfläche es gar nicht mehr geht um Vermietung von Wohnungen, sondern um diese Experiences. Man kommt drauf, man kann Leute schon wohin locken, aber im Endeffekt emotional aufladen, eine Marke positiv zu definieren, funktioniert nur, wenn ich dafür sorge, dass das, was ich den Leuten andrehe, bei denen auch genau diese Gänsehaut erzeugt, meine Damen und Herren, die das Digitale nicht erzeugen kann. Ist das eine gute oder eine schlechte Nachricht? Also ich glaube, es ist eine unglaublich gute Nachricht und eine unglaubliche Chance. Allerdings nur für Unternehmen, die nicht darauf angewiesen sind, Geld auszugeben für etwas, was in der Realität gar nicht existiert. Also gibt es unter Ihnen so Unternehmen, die eigentlich Angst haben, dass die Leute sie mit allen Sinnen wahrnehmen. Also hat jemand zum Beispiel ein Boutique-Hotel unter einer Autobahntangente oder ähnliches Vergleichbares oder Essen, das krank macht zum Beispiel, Allergien auslöst. Gott sei Dank, dann kann ich weiterreden, weil es gibt eigentlich... Jetzt wird es schwierig. Darf ich kurz in Erinnerung rufen? Kunde, früher hat man ja von Kunden gesprochen, heute spricht man mehr von Konsumenten. Kunde kommt von dem Wort Kundo, eigentlich der Vertraute. Das war auch immer so und bitte vergessen Sie nicht, das Digitale, wenn man anschaut, wie lange es Kundenbeziehungen gibt, das Digitale ist ein kleiner Furz in dieser ganzen Entwicklung der Kundenbeziehung. Der Kunde war immer der Vertraute. Man ist dort hingegangen, wo etwas produziert wurde. Man konnte beim Schuster riechen. Wenn man was falsch gemacht hat, dann ist man dort wieder hingekommen. Es war eine Auseinandersetzung, es war ein Erlebnis, es war genau das, was man jetzt wieder machen sollte, glaube ich. Es ist einfach hart, aber es ist auch eine Möglichkeit, etwas Unglaubliches zu bewirken. Denn das ist genau das Wichtige auch noch dazu. Also wenn ich hier sage, okay, was soll ich jetzt mit dem ganzen Zeug anfangen? Ja, ist eh klar, wir sind Menschen. Aber was ist das Learning oder was ist das, was ich hoffe, dass Sie sich erinnern? Das Stichwort ist Vertrauen. Denn
Die Leute sind drauf gekommen, dass sie leider vielen, vielen Unternehmen nicht mehr vertrauen können. Also selbst bei Apple dämmert ihnen langsam, okay, eigentlich zahle ich denen 1000 Euro dafür, dass sie mir ein Gerät in die Hand geben, das mich Tag und Nacht überwacht mit einer Kamera vorne und hinten, das meine gesamte Privatsphäre weggibt, das dafür sorgt, dass ich keine Fußabdrücke mehr hinterlasse. Alle meine Fotos, meine Briefe, alles das, was früher in Fotoalben gespeichert wurde oder das Briefe, die man noch gefunden hat von der Mutter, all das war zuerst auf den Devices, was schon schlimm war, jetzt ist es irgendwo in der Cloud. Es existiert alles nicht mehr. Man hinterlässt keine Spuren mehr. Vertrauen ist gebrochen. Deswegen sage ich immer, vertrauen Sie nicht mir, meine Damen und Herren, vertrauen Sie nicht Apple, vertrauen Sie nur genau einer Sache, und zwar Ihren eigenen Sinnen. Das war immer schon so. Warum kann man bitter schmecken? Um einen zu schützen, dass man nichts isst, was einen schlecht tut. Genauso sind diese Sinne jetzt da, um zu unterscheiden, wer wirklich sich um sie kümmert, wer ihnen wirklich was Gutes tun möchte, wer wirklich ihr Vertrauter werden möchte und wer nicht. Zwei Beispiele, wo wir versuchen, ihnen da auch zu helfen. Nummer eins, eine enge Zusammenarbeit mit einer Geruchsforscherin namens Sissel Tolas. Sissel Tolas ist eigentlich die einzige Geruchsforscherin, die sich seit vielen Jahren wirklich probiert, mit dem Thema Geruch auseinanderzusetzen, und zwar außerhalb der Parfümindustrie. Und mit dieser Sissel Tolas haben wir etwas entwickelt, was Smell Memory Kit heißt. Der Geruch ist nicht nur der erste Sinn des Menschen, der Geruch hat noch eine ganz besondere Funktion beim menschlichen Wesen. Er hat nämlich es verknüpft und untrennbar verknüpft mit dem stärksten Gedächtnis des Menschen. Das heißt, wenn man einmal etwas riecht und emotional mit einem Erlebnis verbindet, dann kann dieser Geruch bis ans Ende meines Lebens diese emotionalen Gefühle wieder hervorbringen. Beispiel Apfelkuchen meiner Großmutter. Wenn man den riecht, fühlt man sich wieder zurückversetzt. Was wir nun gemacht haben mit der Sissel ist, die Sissel hat 50 unterschiedliche abstrakte Gerüche synthetisiert. Abstrakte Gerüche sind Gerüche, die sie noch nie in ihrem Leben gerochen haben. Die werden im Labor hergestellt und so kann man sicher gehen, das, was da drin ist, haben sie noch nie in ihrem Leben gerochen. Diesen Geruch trage ich in dieser Kapsel bei mir und wann immer ein Moment kommt, an den ich mich immer erinnern möchte, dann knacke ich diese Ampulle auf. Und ab diesem Moment ist dieser Geruch untrennbar mit diesen emotionalen Empfindungen bis an ihr Lebensende verbunden. Wenn ich jetzt gemein wäre, würde ich diese Ampulle aufknacken und sie hätten diese unglaublich emotionale Euphorie, die sie gerade spüren, hätte ich in meiner Hand. Das heißt, immer wenn ich sie treffe und ich, naja, lassen wir das. Aber es funktioniert. Das heißt, was Sie machen könnten, meine Damen und Herren, so wie das früher auch mit Polaroids war, wo man Leute in einen Maserati gesetzt hat und mit einem Polaroid fotografiert und ihnen das mitgegeben hat. Wenn Sie wirklich es schaffen, Ihre Kunden positiv zu euphorisieren, kann man das mit einem Geruch verbinden, der nicht mit Parfum zu tun hat, sondern der ganz einfach mit den Emotionen dieses Moments aufgeladen wird. Eine weitere Sache, die wir machen, in Kooperation mit dem 25-Hour-Hotel-Gruppe ist, dass die mich beauftragt haben oder uns beauftragt haben, aus ihren schönsten Räumen, aus ihren schönsten Hotelzimmern alles Digitales rauszuräumen. Also ich sage immer Digital Detox. Einfach mal Fernseher raus, Boxen raus und Sachen hineinstellen, die einfach wieder mal anregen, mit der Schreibmaschine zu schreiben. Sie sollten nicht glauben, was passiert, wenn man auch junge Leute vor eine Schreibmaschine setzt und man gezielt einen Brief schreibt, den man schon lange schreiben sollte. Plattenspieler. Und zwar auch hier wieder, aber ganz konsequent und nicht einfach auf der Oberfläche, sondern wirklich probieren, wie können wir die Sinne so berühren, dass Gänsehaut entsteht, dass hier in diesem Raum Erlebnisse entstehen, die man nicht so schnell vergisst und die mich abheben von jedem anderen Boutique-Hotelraum, die immer gleicher ausschauen. Und in dem Aspekt haben wir zum Beispiel über dem Sofa, was sieht das hier, eine Stelle markiert, wo man sich hinsetzen
muss oder kann oder soll, um die Platte, die man aufgelegt hat, in Stereo zu hören. Ich weiß nicht, wer kennt noch Stereo von euch? Ah, ist noch bekannt, theoretisch. Gut, ich muss sagen, all diese Streaming-Lösungen, Sonos, Boomboxen, es wird Stereo ist abgeschafft. Noch viel schlimmer, es ist ja was passiert, wieder die jungen Leute, die sind mit MP3 aufgewachsen. MP3, ich darf nur kurz fragen, gibt es irgendwie Zeit oder wäre ich von der Bühne gezerrt, wenn meine Zeit offen ist? Sie sagen das, okay, gut. MP3, noch eine Sache, um die Chance, die wir haben, auch erkennen zu können. MP3 wurde entwickelt zur Speicherplatzoptimierung. Das heißt, Fraunhofer-Institut hat Folgendes gemacht. Die hat aus Musik so lange Informationen rausgeschnitten, dass das Gehirn gerade noch schafft, das wieder zusammenzusetzen und als Musik wahrzunehmen. Das heißt, wer mit MP3 aufgewachsen ist, ist daran gewöhnt, dass das Gehirn bei dem Hören von Musik arbeiten muss. Es ist anstrengend. Das heißt, im Vergleich zu einer Schallplatte mit der vollen Information von Musik, die das Gehirn entspannt, ist MP3-Hören anstrengend. Das heißt, wenn man junge Leute, und glauben Sie mir, das funktioniert, besser glauben Sie mir nichts, probieren Sie es aus, Sie werden es selber spüren. Wenn Sie sich hierher setzen und Sie hören in Stereo Musik, ist das für jemanden, der mit MP3 und Dr. Dre Beatboxen auch quasi ein unglaubliches Erleben ist. Das fühlt sich so an, als wie wenn man in einen echten Hamburger beißt um 14 Euro, der mit Liebe und echten Zutaten gemacht wird, wenn man von McDonald's großgezogen wurde. Es funktioniert und das ist eigentlich die gute Nachricht. Es ist eine Riesenchance, meine Damen und Herren, sich ganz intensiv mit den drei anderen Sinnen auseinanderzusetzen. Wir helfen auch gerne dabei. Das ist Super Sense. Also ich sage ja auch, dieser Vortrag, das sollte im besten Fall ein Anreiz sein. Ich gehe jetzt nicht gleich davon aus, dass Sie alle Ihre Handys zertreten. Aber besuchen Sie mich in Wien. Es ist ein venezianischer Palast, sehr hübsch. Heißt Super Sense, wo wir alle diese Thesen, diese Geräte an einen Ort gebracht haben, wo wir selber Schallplatten schneiden, wo wir selber mit großem Format Polaroids experimentieren, wo wir Letterpress haben, wo Sie all das ausprobieren können und einmal erfühlen können, was für Potenzial darin besteht, wenn man sich wieder mit der Realität auseinandersetzt und überlegt, was kann das Digitale nicht berühren, was kann eine virtuelle Identität den Leuten nicht geben, wie kann ich es schaffen, dass aus meinen Kunden wieder Vertraute werden. Das bringt uns zur letzten Frage. In echt jetzt, meine Damen und Herren, ich sage ja, bitte, in echt. Dankeschön. Applaus